es geht los. Stella, Musa, Blum und die Elfen, ihr könnt doch alle fliegen. Bringt euch schnell in Sicherheit. Auf keinen Fall. Nein, wir kämpfen alle zusammen. Oh. Ja, damit wäre das Spielchen vorbei. Und Blum haben wir im Sack. Oh, ich glaube, das ist unser Ende. Wir bringen das Kruisthaler Opfer, wie romantisch. Ich habe eine viel bessere Idee. Wenn ich bedenke, was er bisher so alles abgeliefert hat, wage ich das stark zu bezweifeln. Hey, wenn Timmy einen Plan hat, sollten wir Spezialisten uns den anhören. Dank Riven kennen wir doch alle den Weg durch die unsichtbaren Netze. Aber die Monster kennen ihn nicht. Klingt gar nicht so dumm. Mir nach. Timmy, was ist denn mit dir? Lauf schneller! Wir bleiben erstmal hier stehen und locken so die Monster dorthin, wo die Falle am stärksten ist. Dann entkommen wir über den Bereich, in dem die wenigsten Netze liegen. Das ist da, da und dort. Wirklich kaum zu glauben. Ja! 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 Gefangen in ihrer eigenen Falle, wunderbar. Aber nicht alle, Vorsicht! Lauft alle Riven hinterher. Wir sind viel zu viele. Es ist völlig unmöglich, dass wir alle zusammen durch die Fallen kommen. Dann müssen wir uns eben verteilen. Wohl allein loswerden. Ah, ich fass es nicht. Sie haben es wirklich geschafft zu entkommen. Hätte ich doch bloß meinen Charmix schon. Ja! Oh! Ah! Hey! Habe ich ja noch mal Glück gehabt. Es ist nicht zu schaffen. Das ist eine Schlucht. Und es gibt keinen Ausweg. Okay, was jetzt? Ich würde sagen, ab nach Hause. Monster und Trolle sind nicht gerade das, was ich mir unter ein paar Tagen Ferien vorstelle. Ihr dämlichen Mistviecher, ihr solltet Blum gefangen nehmen und nicht euch selbst. Hier im Wildland haben die Wings praktisch keinerlei magische Fähigkeiten. Aber durch unsere Blumix können wir diese Monster beherrschen. Und von allen Monstern, die hier rumlaufen, sind das da die monströsesten. Darcy, denkst du, wir kriegen diese Biester dazu, für uns zu arbeiten? Das dürfte kein Problem sein. Mit denen sind wir unbesiegbar. Wenn uns diese Biester auf der Flucht erwischen, sind wir erledigt. Wir müssen bestimmen, wann und wo der nächste Kampf stattfindet. Hilf, was ist denn los? Oh nein, Layla! Sie ist bei unserer überstürzten Flucht zurückgeblieben. Sie müsste uns schon längst eingeholt haben. Sagt, sie hat diesen Fetzen von ihrer Kleidung in der Nähe des Abgrunds gefunden. Lockett, kannst du mit deinen besonderen Kräften Layla ausfindig machen? Layla befindet sich irgendwo in dieser Richtung. Los, kommt! Du brauchst keine Angst zu haben. Wir werden sie schon finden, Piff. Ich weiß, dass es wichtig ist, Layla zu finden, aber wir müssen uns auch auf den nächsten Angriff vorbereiten. Wir sollten so etwas wie ein Basislager einrichten. Hast du vielleicht eine Idee? Du fragst ihn, ob er eine Idee hat? Ja, wieso nicht? Timmy ist unser taktischer Koordinator. Das ist sein Job. Und dabei macht ihm keiner was vor. Ja, schon kapiert. Blum, die Elfen werden uns hier nicht viel nützen. Deswegen macht ihr euch auf den Weg und sucht Layla. Flieg ruhig mit ihnen mit, Digit. Wenn Timmy das sagt, kann ja eigentlich nichts passieren. Aber sei vorsichtig, ja? Und bringt Layla bitte wieder heil zurück. Versprochen.
Achtung! Ah! Oh! Nichts passiert. Na dann, von nun an liegt es bei uns. Timmy, sag mal, sollen wir wirklich in alle Dachbalken Kerben schlagen? Ja, hab ich doch gesagt. Und Riven, wenn ihr fertig seid, will ich die Falle noch mal sehen. Alles klar. Mein lunarer Magnetismus ist erschöpft. Lange halte ich das nicht mehr durch. Nur den einen Brocken noch. Gut gemacht, Mädels. Der Damm wäre damit fertig. Sehr gut. Wenn alles so läuft, wie wir uns das gedacht haben, werden ein paar Leute ziemlich überrascht sein. Wenn ich meinen Charmix schon hätte, würde alles viel schneller gehen. Flora, du musst ein bisschen Geduld haben. Unsere Gelegenheit kommt schon noch. Hey Mädels, ich brauche euch hier drüben. Inversio Animali. Inimiki. Oh, ein Zauber, der fremde Magie band. Anscheinend habt ihr im Unterricht von Griselda doch aufgepasst und nicht nur rumgequatscht. Wenn du dich da mal nicht täuschst, ich bin von Natur aus genial. Los, munitioniert euch auf. Mysa, sag mal, hast du noch genug Charmix-Energie für einen kurzen Flug übrig? Ich glaube schon. Hat jemand schon irgendwas von Blum und Layla gehört? Nein, noch nicht. Ich hoffe, Layla hat sich nicht verlaufen. Versprochen habe, dass ich mich nie mehr einsam fühlen werde, auch wenn du nicht mehr da bist, aber... Oh, Anne, bitte sag mir, dass du mir verzeihst. Vielleicht wartet sie ja hier drin auf mich. Wenn Riven die Tricks belauschen kann, kann ich das auch. Ich glaube, wir haben jetzt genug Tiere unter unserer Kontrolle. Wir schlagen wie eine Naturgewalt zu und fegen sie aus dieser Welt. Stormy, was soll das? Hast du unseren Auftrag schon vergessen? Wir sollen Blum gefangen nehmen und bleib mit den Dragodons weg vom Wasser. Sie können es genauso wenig leiden wie ich. Kommt schon, los geht's! Hey Leute, das sollte reichen. Wofür, Timmy? Das ist doch unlogisch. Der Kai ist hinter dem Kodex her und nicht hinter uns. Wieso sollten uns die Tricks also nochmal angreifen? Leute, Leute! Die Tricks kommen mit noch mehr Monstern. Wie es aussieht, sind sie hinter Blumen her. Da kommen sie! Alle auf ihre Position! Tekla, du kommst mit mir mit! Komm! Ja, wir sind bereit. Kommt mit! Ah! Nicht bewegen. Wir werden uns hier verstecken. Okay. Wir sind so beliebt, selbst hier im Wald laufen uns die Einheimischen nach. Es ist soweit! Sprengt den Damm! Oh, da ist eine Blockhütte! Trampelt sie nieder! Mjusa, geh den anderen helfen und mach dir um mich keine Sorgen, okay? Alles klar! Gut! Timmy, ich glaube, das klappt nicht! Es reicht mir langsam, ich bin doch kein Bauarbeiter, ich bin eine Fee! Magische Wings! Magische Wings! Nein, Stella, warte! Gebündelter Sonnenstrahl!
Stella, in Wildland kannst du gegen etwas, das so groß ist, mit deiner Magie nichts ausrichten. Musa, erzeug ein paar Schallwellen. Wir brauchen eine Springflut. Ich? Bist du dir sicher? Ja, na, mach schon. Musa, magische Wings! Charmix! Wir gehören zusammen und wir holen unsere Zauberkraft aus der Energie in hier und hier sind die Wings! Schallwellen! Oh. 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 Dragodons, komm zurück! Ja! 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 Ah! Oh, wo bin ich hier? Es ist so dunkel. Nein, ich bin ganz allein. Warum hilft mir keiner? Bitte helft mir! Ich will nicht allein sein! Bitte Hilfe! Ach, das ist ein Albtraum. Was war das? Ein Licht? Ob das der Ausgang ist? Ich will hier raus! Sofort! Monster sind auf der Suche nach Blumen und da sie nicht hier ist, kann uns nichts passieren. Oh oh. Nein! Da ist wirklich ein Ausgang. Aber er liegt viel zu hoch und ich kann nicht fliegen. Ich bin völlig hilflos. Oh, Musa. Musa! Sie wird bestimmt gerade angegriffen. Sie ist in großer Gefahr und ich lasse mich hier von meiner blöden Angst lähmen. Mich so kraftvoll wie niemals zuvor. Magische Wings! Ah, Charmix! Alles klar, dann auf zum Licht! Layla! Layla! Du hast dir also auch dein Charmix verdient. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns so für dich. Du, 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 du. Oh, danke, Piff. Aber wo sind die anderen? Damit sind die anderen beschäftigt, während wir versuchen, Blumen zu finden. Hilfe! So, jetzt fliegst du dahin, wohin ich es dir sage. Brandon, die verzauberten Früchte! Das ist unglaublich. Dieser Bandzauber funktioniert ja wirklich. Ich möchte wissen, wo sich Blum versteckt. Ohne sie brauchen wir bei Dakar gar nicht aufzutauchen. Hey! Jamie, was machst du denn da? Ich vermute, sie hält sich in dieser Blockhütte da auf. Wir greifen alle zusammen an. Zertrampeln wir erst diesen Typen. Der geht mir auf die Nerven. Bewegt euch, ihr Biester! Zertrampelt diesen Spezialisten! Timmy, nicht! Hier lang, schnell! Oh, oh, das hört sich an, als würden sie schon kämpfen. Oh, da sind ja Hopsepilze. Ups. Chatter, ist dir was passiert? Nein. War ja klar, dass das ansteckend ist. Sei vorsichtig, Timmy. Kein Grund zur Sorge, solange Sky seinen Job macht. Sky, du weißt doch, was du zu tun hast, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Oh, hey,
Hey, was war das? Na dann, Tricks, kleines Tänzchen gefällig. Noch so ein Spinner. Halt still! Was machst du da? So ein kleiner Mistkerl. Oh. Okay, Timmy, die sind ziemlich sauer. Alles klar, gut gemacht, Sky. Mit solchen Albernheiten kannst du uns nicht aufhalten. Was ist los, ihr Nashornbändiger? Holt ihr so eine halbe Portion wie mich nicht ein? Riven, jetzt! Oh, Riven, ich hasse dich! Süß. Ich mach das schon! Oh, schade. Komm schon, mein treues Ross. Jetzt trampeln wir diese Versager in Grund und Boden. Oh, Vorsicht! Oh, Vorsicht! Okay, Leute, jetzt ist Showtime! Okay, wo ist Bloom? Sie ist nicht hier. Und hier in Wildland ist auch deine Magie sehr schwach. Gib auf, du kannst uns nicht beide besiegen. Aha, aber wir sind leider in der Überzahl. Da muss ich anscheinend den Helden spielen. Wir greifen sie alle gleichzeitig an. Sie können nicht entkommen. Ah. Sei vorsichtig, eine falsche Bewegung und wir sind erledigt. Die Macht der Illusion. Die Macht des Eises. Die Macht des Donners. Ihr beide seid erledigt. Hallo, Leute! Komme ich etwa zu spät? Helia! Helia, gutes Timing! Dafür könnt ihr Timmy danken. Er hat mich herbeordert. Dafür musste ich nur einen kleinen Umweg machen. Timmy! Timmy! Oh nein! Timmy! Hey, die Tricks versuchen zu entkommen. Lasst sie abhauen. Fasst mit an. Wir müssen Timmy erstmal da rausholen. Tut mir leid, Tekna, dass ich dich schon wieder enttäuscht habe. Du hattest doch recht mit mir. Das stimmt doch nicht. Ich habe mich in dir geirrt. Ich war so blöd. Was du heute gemacht hast, war echt Wahnsinn. Wirklich? Ich meine, ich habe doch gar nichts Besonderes gemacht. Riven hat die Falle gebaut und Brandon und Sky haben die ganzen schweren Sachen geschleppt. Ich habe das nur organisiert. Und nur deswegen hat der Plan geklappt. Aber darum geht's nicht. Ich habe mich ablenken lassen und nicht gesehen, wie toll du bist. Tekna, weinst du etwa? Timmy, es war total blöd von mir, dich blöd zu finden, verstehst du? Tekna, dieser Satz ist völlig unlogisch. Hast du das mitgekriegt? Wir haben Layla gefunden. Gott sei Dank geht es ihr gut. Ja, alles klar. Aber wir haben eine Erkältung, Archie. Das war's. Ich glaube, das waren die letzten beiden. Vielen Dank im Namen von uns allen, dass du uns gerettet hast, Helia. Ich konnte euch ja nicht im Stich lassen. Ich weiß auch nicht, warum. Hey Leute, die Elfen haben sich wirklich was eingefangen. Als wir Layla gefunden haben, haben wir so komische Sporen eingeatmet. Warum dreht sich der Wald so komisch? Ich habe schon versucht, sie zu heilen, aber wir müssen sie alle schnell zurück ins Elfendorf bringen. Dort steht ein Lebensbaum, der wird sie bestimmt wieder gesund machen. Falls keiner von euch Einspruch erhebt, was ich nicht glaube, erkläre ich diese Ferien hiermit offiziell für beendet. Ich erhebe Einspruch. Ich will noch nicht zurück. Ich bin ja gerade erst gekommen. Dann bleib noch hier, aber ich verschwinde auf jeden Fall. Laura, früher oder später musst du ihm so oder so sagen, was du für ihn empfindest. Na los. Ich weiß.